Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Premiere sozusagen. Mein zweiter Werkstattwagen ist fertig geworden, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Und von der Optik alleine her sieht er genauso aus wie die Kappsägestation für meine Kappsäge. Und ich bin wieder so verfahren, dass ich oben eine Leimholzplatte genommen habe, Buche, die Griffe auch wieder. Nur die Konstruktion, das ist diesmal eine Rahmenkonstruktion, die ich euch zeigen möchte. Und diese, dafür habe ich die Holzart Kiefer oder Fichte verwendet. Das ist eine sehr schnelle, einfache Variante, wie ich diesen Wagen gebaut habe, so dass ihr das zu Hause auch nachbauen könnt. Die Schubkästen, das hatte ich ja schon mal gezeigt bei meiner Kapp-Sägestation, wie man diese bauen kann. Und da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich habe diesmal nicht auf Gärung gemacht, sondern einfach nur stumpf zusammengeschraubt. Da werde ich aber nochmal genauer im Video drauf eingehen. Ansonsten ist der Doppel vorne bzw. die Blende auch wieder in Siebdruck gehalten, abgerundet. Und die Griffe sind einfach aus Buche gemacht. Das ist einfach Abfallholz gewesen aus der Arbeitsplatte hier. Und ich denke, das passt ganz gut zusammen. So, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Nachdem wir uns einen Plan erschaffen haben bzw. eine Skizze, kann es auch schon loslegen mit dem Zuschnitt. Der Zuschnitt heute erfolgt nicht an meiner Tischkreissäge, sondern an meiner neuen Kapp- und Gärungsstation. Die Anleitung zu dieser Kapp- und Gärungsstation verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild. Diese Anlage eignet sich hervorragend dafür, Holz auf Länge zuzuschneiden. Ich habe mich für dieses Projekt für eine Rahmenkonstruktion entschieden, sprich, wir haben hier keine Plattenbauweise, sondern bauen uns vorweg ein Gestell aus Rahmenhölzern. So eine Konstruktion ist sehr einfach gestaltet. Ihr könnt zum Beispiel die Eckverbindung hier auf Gärung schneiden, wie ich es getan habe, oder ihr schraubt das Ganze einfach stumpf zusammen. Im Idealfall würde man eine Ecküberplattung hier anarbeiten. Ich habe mich aber dafür entschieden, das Ganze auf Gärung zu verleimen und in der Mitte könnt ihr sehen, beziehungsweise ich habe noch einen kleinen Falz hineingefräst für die Seitenwände später. Die Seitenwände beziehungsweise eine Rückwand dient ja letztendlich, um das Möbelstück in einen 90-Grad-Winkel zu bringen und um eine gewisse Stabilität in diese Konstruktion, Bauweise zu bringen. Natürlich sollte von vornherein das ganze Gerüst oder die ganze Konstruktion sehr stabil sein, aber die wirkliche Stabilität kommt nachher durch die Rückwand und durch die Seitenwände. Die ganze Konstruktion bekommt auch wieder vier Schwerlastrollen, die ich jeweils an den Eckpunkten mit sogenannten Sechskantschrauben befestige. Ihr könnt natürlich auch je nach Bedarf, je nachdem wie breit der ganze Werkstattwagen ist, sechs Rollen montieren. Aber ich finde, sobald irgendwie der Boden uneben ist, kann es passieren, dass der ganze Wagen anfängt zu kippeln. Oder eine andere Alternative wäre noch, eine Unterkonstruktion aus Stahl zu schweißen und diese direkt unter dem Werkstattwagen zu befestigen. So könnte man ein Durchbiegen von diesem Werkstattwagen vermeiden. Auf meinem Zweitkanal, die Holzkiste, Vlog 27, da gehe ich aber etwas näher auf dieses Thema ein. Den Kanal verlinke ich euch hier oben mal im Bild. Hält er meine 85 Kilo oder 86 Kilo problemlos aus. Und ja, wichtig bei der ganzen Sache ist,
setzt so viele Streben wie möglich rein, beziehungsweise wenn ihr euch unsicher seid, macht lieber eine Strebe mehr als zu wenig. Da meine Rückwand bzw. Seitenwände links und rechts eingelassen sind und die Tiefe dadurch begrenzt ist, habe ich nochmal links und rechts und in der Mitte einen Pfosten eingearbeitet. Der dient dann später für meine Schubkastenführung. Die Seitenwände bestehen aus 8 mm starkem Buchensperrholz und werden links und rechts per Leim zusätzlich verklebt und danach genagelt. Und so verfahren wir auch bei der Rückwand. Wer eine unsichtbare Verbindung haben möchte, kann natürlich das Ganze auch mit Leim verkleben und mit Schraubzwing fixieren. Aber ich muss euch warnen, das Nageln macht süchtig. Was noch zu den Vorteilen zählt bei so einer Rahmenkonstruktion, dass das ganze Gerüst sehr leicht ist und wir sehr, sehr viel Material sparen. Den Werkstattwagen auf Position gebracht und dann kommt auch die schöne Buchen-Leimholzplatte zum Einsatz. Diese Platte habe ich mir sehr günstig im Baumarkt geschossen. Beziehungsweise ich habe mir gleich 3 Stück davon ergattert. Eine hat, ich glaube, 35 Euro gekostet. Die waren heruntergesetzt und ich finde, die eignet sich ideal dafür als Arbeitsplatte für so einen Werkstattwagen. Diese müssen wir natürlich vorweg nochmal auf Länge zuschneiden. Dies mache ich mit meiner Handkreissäge und einem Richtscheit. Dieses habe ich mir links und rechts mit einer Schraubzwinge fixiert. Anschließend wird die Arbeitsplatte ausgerichtet. Zu Hilfe könnt ihr ein Streichmaß verwenden, aber zur Not könnt ihr auch einen Gliedermaßstab oder Zollstock nehmen. Dann das Ganze festgeschraubt und von unten durch das Konstruktionsholz verschraubt. Noch ein kleiner Tipp von mir. Die Arbeitsplatte würde ich nun mit den Gestellen nicht verleimen, da es ja mal sein kann, dass man diese Arbeitsplatte austauschen möchte. Und über Nacht sind dann noch 6 Schubkästen entstanden. Wie ihr Schubkästen selber bauen könnt, das Video verlinke ich euch hier oben rechts im Bild, ist eine ganz genaue Anleitung von mir. Da möchte ich jetzt nicht mehr so genau drauf eingehen. Wichtig bei der Sache, baut die Schubkästen nicht zu tief, sonst könnte es sein, dass der ganze Werkstattwagen nach vorne hinweg kippt, wenn ihr zum Beispiel alle Schubkästen rausgefahren habt. Diese Schubkästen haben jetzt eine Tiefe von etwa 450 mm. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Blenden wie bei meiner Kapp- und Gärungsstation aus Siebdruckplatte gebaut und vorne habe ich mir selber Griffe gebaut. Diese Griffe sind entstanden aus dem Abfallholz von der Arbeitsplatte. Diese Griffe sind ganz einfach gestrickt. Im Grunde ist dies eine Leiste, die leicht an den Kanten abgerundet ist und als Abstandhalter habe ich eine 8er Mutter dazwischen gelegt. Wie ihr sehen könnt, war dies auch kein so schweres Projekt, im Grunde auch einfach zum Nachbauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hier sind noch 2 weitere Videos, rechts im Bild und links ist der Abonnier-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Würde mich natürlich riesig drüber freuen. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen.